Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Stone 3 bei DSD Steve und. Ich glaube, mit den 4-8 ist auch dabei. Okay, ich hoffe, dass ihr bestimmt mal noch ein Questgebiet drauf sein. Warum ist das noch grün? Da waren wir schon mal drinne. Weil das war auch die Hexe, die wir nicht getötet haben, und die Truhe haben wir nicht aufgemacht. Ah. Deswegen. Ja. Okay, okay. Dann ist das in Ordnung. Ja, Mine. Wir sollten eine Mine machen, ne? Im Schneegebiet oben links. Hier müsste auch eine Mine sein. Was ist das für eine? Das ist die 60er Mine dann. Was ist das für eine Mine im Wüstengebiet? Die haben wir schon. Das müsste die Level 20er Mine gewesen sein. Damit auf die Karte noch so angezeigt wird. Oh, schön. Oh, was Süßes. Jetzt müssen wir eh noch abfliegen, diesen Kontinent, aber ja. Ja, das ist die Level 20 Mine. Ja, dessen wollte ich hier hin. Exakt. So. Ja, wir haben sie irgendwann mal vorgemacht, ja. Okay. Möchte ich ganz kurz was schauen? Ob wir die Klinge hier upgradet haben, meinst du? Ob hier ein Geheimgebiet oder ähnliches ist. Nein. Nein. So, da ist die Stadt. Die müssen wir noch erkunden. Genau. Nämlich, das ist auch die letzte Stadt, die wir noch erkunden müssen. Das wäre aber wieder schon krass, du musst denn doch. Also, sind wir verhältnismäßig gut durchgekommen, ne, was das Erkunden angeht. Ja. Wo sagst du, um ein Schneegebiet, ja? Flieg mal nach. Ja. Dann haben wir es freigeschaltet. Unten, schön. Land. So. Bin ich das fahren? Flieg mal weiter nach unten. Und jetzt nach links. Weiter. Noch ein bisschen. Und dann gleich bei dem Berggebiet runter. Nein. Ja, nein. Runter. Da. Ja. Ja. Die ist 40. Die ist Level 40. Ja, dann machen wir die. Gibt also schon immer ein Geheimnis von der Mine. Hier ist eine weitere Wilbermine, eingenommen vom Heiligen Kreuzzug. Dann müssen wir alle Soldaten vernichten, bevor wir hier wieder Silber abbauen lassen können. Same, but diesmal... Und dann frage ich mich außerdem, ich meine, muss ich überlegen, ja? Wenn dann jetzt hier kein Silber mehr herkommt... Dann werden die doch nachgucken kommen, ja. So, ne? So. Oder? Was geht das denn eigentlich, oder? Das wäre die logische Konsequenz. Also schön, können wir pennen. Sie alle schlafen. Ja, wenn es tatsächlich nicht notwendig ist, einfach um den Werwolf zu verlieren. Einfach um sicher zu sein. Wir wollen einfach so wenig Schaden kriegen wie möglich. Wir wissen, Kämpfe können anstrengend sein in diesem Spiel.
Ja, dann legt den unteren dann wieder schlafen und dann prügeln wir den oben kaputt. Genau. Und da kommen wir hier auch durch ohne. Ich hab hier sogar nur schwache Seelen. Ja, aber die Fußsoldaten sind wahrscheinlich schwache und da war ja eine normale Seele dabei, ne? Das ist der Hauptmann dann. So, das ist mir sogar noch lieber. Ja, ich kann ja schon mal die zwei Runden durchbluten. Ja, können wir ihn kaputt. Theoretisch könntest du noch mit Aska oder mit Slim Blut saugen. Wenn jemand rechtzeitig rankommt. Nein. Nein. Oh, starke Seelen. Die bringen starke Seelen. Schön. Die brauchen wir wirklich, ja. Das war nochmal eine Runde. Ich finde es immer noch bescheuert, dass wir 30 starke Seelen brauchen, um ein Skill danach abzuquälen. Ja, es ist dumm. Es gibt nichts, was das anders beschreibt, außer dass es dumm ist. Das kann man nicht schön reden. Ja, es ist einfach viel zu viel. Für das, was es dir bringt. Ja, insbesondere dann, ja, die Weltkartenobjekte werden dir aufgezeigt. Ja, 30 große Seelen. Na, vielen Dank dafür, ey. Genau, zu dem Zeitpunkt, wo du wahrscheinlich schon eins aufgedeckt hast. Ja. Weil, um 30 stark große Seelen zu haben, ne? Wir haben ja noch nicht mal 30. Und wir sind jetzt schon, wie viele Stunden drin? Zu viele. 50? 60? Zu viele. Zu viele, ja. Und dann wird nicht immer wieder schlafen. Ach, die auf und ja. Eine starke und zwei schwache, okay. Ja, ja, die Hauptmänner die starke und die anderen halt die kleine. Ja, hier dürften jetzt auch gerne noch mehr Gegnerin sein. Nee. Nehmen wir einen Schläfer. Die hat volles Mann auf sich. Ja, das sehen wir. Ich war ja nochmal. Ich würde meine mit der Aska nochmal zum Glück gönnen. Mhm. Wenn wir schon mal Gegner zum Aussagen haben, das ist nicht auf der Fall. Aska ist als erstes dran, ja, dann darf er hier mal aussaugen. Man kann zweimal saugen bei jemandem, ne? Sollte man, ja. Ja, schade. Dreimal saugen, glaube ich nicht. Da dürfte nichts mehr drin sein, ja. Ah, doch noch. Du hast den Restblut. Hast du noch bekommen, ja. Das ist ja aus technischer Sicht ja nichts anderes als Mana-Stil. Ja, genau. Das Hand aber ist die starke Seelen geben.
Ja, ich will mich ja jetzt nicht so beschweren, ja. Nee. Nehmen wir gerne alle mit. Sie kennen die anderen Quatsch. Ich kann mich sogar Verstärkung rufen oder sowas. Möglich ist das, ja. Entern. Morgens, mittags, abends. Ich will entern. Ja, und nochmal durch entern. Das waren eine Suppe. Brauchen wir jetzt aber auch schlecht starke Seelen? Vielleicht. Das waren alle Soldaten, Geliebter. Die Mine ist nun wieder einsatzbereit. Danach schaffen wir mal den ersten Skelettdiener. Weiß nicht, die Mine sieht jetzt irgendwie auch nicht wirklich sinnvoll aus, wenn das damit irgendwie so ein Tümpel. Nee. Und eigentlich würdest du erwarten, dass hier schon Equipment rumsteht, ja, dass hier Arbeiter sind und bereits was gefördert haben. Nee. Nee, so sieht keine Silbermine aus. Ehrlich nicht. Ja, es ist schwierig. Ja, sich auf schwierig. Ja, wir Zombies brauchen. Und Echsen. Na schön. Ja, sprech mal mit ihm. Null. Ja, normale Seelen. Let's go. Ja, perfekt. Dann machen wir die mal tatsächlich auch voll. Sehr schön. Lang leben Shortcuts. Oh, wie viel wollt ihr reinpacken? Alle. Okay. Aber das finde ich mal ganz interessant, dass keiner der Tester das mal gefeedbackt hat. Also das ist jetzt ja wirklich was, was irgendwie auffällt, oder? Also, wie gesagt, ist, wenn er einfach nur anbieten würde, 1, 10. Ja, 1, 5, 10. So, genau, 1, 5, 10, 0. Ja. Sehr gut. Sehr schön. Danke für die XP. Und das heißt jetzt noch mehr Geld. Elikwe, es gibt uns ja keine Menschlichkeit, deswegen wollte ich die jetzt eigentlich gleich machen. Letzte Frage, ob wir uns vielleicht die 60er Mine nicht trotzdem mal anschauen wollen. Können wir. Warte, ich guck mal, wo sie genau ist. Die war da ja rechts gewesen, oder? Ja. 135, 157. Meinst du nicht, dass die hier unten ist? Hatten wir ja nochmal so ein grünes Gebiet gefunden und so fliege ich da erstmal kurz hin. Hier schauen wir immer noch irgendwann mal rein, Leute. Das ist wie gesagt, da könnt ihr Seelenkristalle verkaufen für 800 Filan. Ja, falls ihr Geldprobleme haben solltet. Und da links, Steve. Links, ja. Links, links. Hoch. Da. Ja. Ja. Wusste ich, ist nicht schon mal hingeflogen. Also unser obligatorischer gelber Punkt auf der Karte, ja. Genau. Ich werde trotzdem schauen, vielleicht ich kann noch einen zweiten Raum übernachten. Sie sind alle gleich aufgebaut. Hier ist eine weitere Silbermine. Ebenfalls überrannt von Monstern. Dann müssen wir alle Monster vernichten, bevor wir hier wieder Silber abbauen lassen können. Ja, die sind schlafimmun. Die, glaube ich, die oberen. Sind sie? Probier's mal.
Probier's mal. Die, gegen die musst du auf jeden Fall in der Monsterhöhle auf jeden Fall kämpfen. Also die schlafen schon mal. Oh, perfekt. Alle pennen. Ja. Sehr schön. Okay. Dann. Wenn die Gegner hier schlafen, dann machen wir jetzt noch 60er Gebiet. Du bist mutig. Ja. Achso, ja, ich verstehe, du meinst, ich bin mutig. Ja, ja. Ja. Nein, weil der Werwolf. Oh nein. Oh Gott, wir werden schlecht so hart bestraft dafür. Einmal schön Gifter. Mm, ja. Oh. Und auch so schön 10 Runden, ne? Oh. Allein das Gift kann dich umbringen. Ja. Okay. Das nächste Mal. Ne? Nicht greedy sein, Steve. Man, das wird es uns auch nicht gut kosten, ne? Das wieder aufzufrischen. Ja. Also, merken. Be smart, don't be greedy, Steve. Ich möchte auf jeden Fall immer die Gegner hier in den Schlaf versetzen. Meine, wie viele Gruppen werden hier drin sein? Maximal 5, oder? Mm, ja, 5, 6. Bestimmt. Oh, schau dir das an, wie viele Leben wir verloren haben. Mhm. Wir kriegen starke Seelen. Also kriegen wir wahrscheinlich ab Level 60 immer starke Seelen. Alle zwei davon. Aber die sind relativ fix. Die müssen immer schön schlafen. Ja. Wenn unsere Gruppe irgendwas schneller ist als die, habe ich jetzt erstmal auch nicht unbedingt Angst davor. Der tut mir leid, da muss ich einfach. Nee, da war es doch gut. Aber letztes Mal hast du. Der war noch bei 3/4 Leben und da. Nein, hast ich verfehle! Ich verfehle! Nein! Nein! Oh. Nein! Nein! Oh. Oh Gott, ey! Oh Gott! Steve, einschläfern. Ja, also, seid nicht greedy. Okay, ich hätte mir testen, ob wir von dem Blut glauben können. Kannst du im nächsten Kampf machen. Warum auch immer wieder? Er hat gleich was gut, du hast verfehlt, oder? Der ist eine Rüstung. Nein, die bluten nicht. Okay. Leute, treffen! Danke! Holy moly. Okay. Und ein greediger Steve, der speichert zwischendrin einfach mal. Nein, tut er nicht. Speichern. Was ist denn das, ne? Oder mach nur Schmicklinge. Ja, alten Spielen kann man auch nicht immer speichern. Das ist richtig. Das hat genervt. Ja. Tierisch. Und war eher ein Konsolenproblem gewesen. Das war besonders dann witzig, wenn es dasselbe Spiel auch auf PC gab. Da konnte man freispeichern. Ja. Don't be greedy. Natürlich müsste man zur Kampfoptimierung eigentlich gerade mal noch Elaine eine Statusrunde geben. Damit sie auch einschläfern kann, oder wie? Ja, damit sie auch ihr Blut verbraucht sozusagen, ne? Ja. Das
Beziehungsweise auch etwas, was könnt ihr ja auch immer machen, wenn ihr feststellt, so, hey, na, euer Blut reicht sonst so nicht aus, ja. Dann könntet ihr sich die Spells umverteilen. Ja, verzichte ich jetzt hier aber einfach mal. Ich denke, wir kriegen das ja so hin. Aber praktisch. Also hier gilt auch wieder... Die, gegen die müsstest du auch gerade im Monster-Kolosseum kämpfen können. Okay. Bis 65 dann. Na, mir sagt nicht, wie die sein. Aber die hast du ja gerade noch nicht. Also die können, die müssen halt Level 60er Encounter sein. Ja, ja. Gerade müsstest du da Gegner haben, die Plantenmund sind. Illusionen, Level 55. Immun gegen Schlaf, ja. Die willst du nicht. Ja, das ist für eine Ruhe. Blutrune. Ja, Blutrune. Mir wäre eine Feuerrune lieber. Das wird wieder ein nerviger Encounter. Also diese Gene existieren dann hier für zwei Encounter scheinbar. Meine Herr, du warst einmal dabei, das zweite Mal, das war's, ne? Also diese hier zweimal gerade. Naja, ich weiß schon, was du meinst. Die Cthulhu Tentakel aus dem Maul Gegner. Genau. Na gut, das finde ich greedy was, Steve. Ja. Na okay. Nein, der Werwolf wäre ansonsten... Das wird natürlich. Nein, es war wichtig, weil der Werwolf wäre ansonsten langsamer gewesen. Also das war schon richtig. Ja. So. Hier erinnere ich jetzt einfach mal. Den. Au. Und werde sofort für bestraft. Was auch immer das für ein Debuff ist. Man erkennt es ja nicht. Was soll das bedeuten? Weil da ist irgendwie eine 9 drauf und eine 4 ist auch noch drauf. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass jetzt hier keine starken Seelen hin müssen. Ich glaube, wir hätten gerade nicht mal genügend Seelen mehr von den normalen. Ja, halt mal leider auch nicht. Ja, wollen ihn in Betrieb nehmen. Sieht auch wieder wie eine Silbermine aus, muss ich sagen, ne? Ich habe auch wie eine random Höhle. Und ich wette, das war eine random Höhle, die er einfach zu einer Silbermine gemacht hat, weil er noch eine weitere Silbermine wollte. Die ist natürlich sehr schwierig, natürlich. So. Ich denke, große. Vier ja, starke. Ja. Ja, nicht mal genug. Nee. Da haben wir nicht genug. Wir können uns entscheiden, ob wir uns ein Skill im Baum abholen. Oder ob wir, wenn wir jetzt noch vier Seelen uns geschnappt haben, ob wir die Mine zu Ende machen. Eigentlich will ich das die Mine ja fertig machen. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ja, ich habe mal die Quest, kriegen wir nicht mal die Quest jetzt abgehakt, ne? Nee, die kriegen wir nicht abgehakt. Ja. Bitter.
Bitter. Schade mit E. Ja. Eigentlich will ich die Verdammnisklinge weiter hochbekommen, ne? Ja, das wäre wichtig. Also müsste man eigentlich weiter Gebiete machen, ne? Die keine Quests sind oder die Quests nicht abgeben, zumindestens. Ja, rot. Grün, ist gut. Gehen wir gleich mal rein. Okay. Auch wieder hier, das ganze Blut, ne? Zum Teufel seid ihr denn, ey? Okay. Bluthexe. Ich darf einfach mal. Man kann sie einstecken. Ja. Ja. Wunderbar. Damit sind sie machbar. Auch wieder ein Level 55 Gebiet. Naja, viel Blut geben sie nicht gerade. Oh, besser als nichts, ne? Ja, aber sie geben Blut. Wie viel XP waren das? Oh, du hast kein. Ja, komm, gib Aska ein paar Tränke. Komm, Nee, brauche ich nicht. komm. Er geht halt nach vorne und trinkt, ist in Ordnung. Steve, Nein. Ressourcen sind da, um sie genutzt zu Richtig, werden. genau. Wir machen die Ressourcen optimieren, du hast vollkommen recht. Ja? Guck mal, Ja. dann muss ich jetzt nicht auf Blutsaugen drücken. Ist doch perfekt, das Spiel nimmt uns das ab. Ist so. Muss ich das Ja, handeln? Steve. Wer weiß, wenn wir die Ressourcen brauchen? Wer weiß, wenn es das wieder gibt? Da kommt die DDR durch, ja. Naja, Ja. wer weiß, wenn es das mal wieder gibt. So, ich ändere den das mal, ne? Ist so ein Asgard jetzt im nächsten Kampf nicht rasen. Das ist richtig. Ja, siehst du? Du wolltest Ressourcen verschwenden. Ja, ich wollte vielleicht 1200 Fehler ausgeben. Genau. Überleg mal, die müssen hergestellt werden. Klimawandel und so. Noch ein Geist. So müssen wir uns die alle merken müssen, ja? Ich hoffe, da gibt es auch wieder eine Karte für. Bitte. Bitte. Irgendjemand. Bitte. Ja, es wäre auf jeden Fall cool. Ja, Schlaf. Zuschlagen. Sie soll Blut saugen. Ja, mal Schlaf. Na, Glück an. Weil den Hammers gibt, glaube ich, auch schon wieder, ne? Ja. Die gehen gerade echt fix. Ein 40er Gebiet gleich sein. Oh, direkt unter uns ist auch die Höhle der Schätze, die wir brauchen. Da ist noch die Gamble-Kacke.
Ja, ich will nur eigentlich gerade keine Quests abgeben. Also Hintergrund ist wegen Menschlichkeit, ne? Ja. Okay, das war's schon. Das war schon. Ja. Das war's schon wieder. Wie viele Assassinenstiefel haben wir bisher? 2. Ich brauche noch 2. Wir gehen gerade Richtung Level 60. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich auf Assassinenstiefel jetzt hier rollen. Was machen die denn? Fünf Prozent, das ist Wahnsinn. Und ja, das ist ein Instant F5, ja. Ey, Mann, warum liebt der so sehr seine 5%? Ey, nein. Ja, 5%. 5% ist halt echt bad. Das ist. Nein, das ist einfach nur bad. Dass du hier 1% auf Tod nur machst, das kann ich ja verstehen. Aber. Nur so nebenbei, da würde ich von mir aus 5% auf normale Gegner machen und dann 1% auf Boss oder so ein Kram, ja? Ja. Du kannst sowas ja auch, ne? Ich will kein dringendes Blut und ich will nicht diese Krallen. Nein, nicht das, das Gag-Schild wollen wir auch nicht haben. Also. Nein. Professionelles Looten hier, Leute. Druidenschwert. Das hatten wir auch noch nicht. Aber wird schlechter sein, als was wir haben, weil wir einen 60er ja haben. Ja, um das erste. Gibt auch dieses geringe Elementarschild. Nee. Nein. Ah, nein. Gib uns die Stiefel, komm, Spiel. Nein. Nein. Ich finde, dieses Elementarschild müsste aber auch nur eine Chance haben von 5%, dass zu Beginn des Kampfes erscheint. Ja, also. 5% ist. Wenn wir schon bei den 5% reinbleiben, ne, dann. Ach, nein. Ich will jetzt diese Stiefel haben. Glühender Säbel. Den haben wir auch noch nicht gesehen, ey. Fünf Prozent. Warum? Warum? Oh Mann, oh. Aber. Game plus 27, sollte man fast schon nehmen. Ja, komm, nimm mit. Ey. Manchmal, ne? Oh. 5%. Man sollte ihn Mr. 5% nennen, ja? Malex 5. Malex 5, ja. Das ist der Rabattcode, ja. Malex 5. Das ist der höchstmögliche Rabatt, den man auch jemals für dieses Spiel bekommen wird. 5%. Also, das ist auf jeden Fall schon, ich sag mal, interessant, oder? Speziell. Sagen wir es so, speziell. Das ist Level 40, das Gebiet. Ah, hier sind die Bären. Ja. Und die haben wir auch schon mal gekämpft. Ja. Bären, glaube ich, können schlafen. Ist ja witzig, wenn jetzt irgendwie der Bär hätte nicht schlafen können. So. Ja, jetzt entern wir mal durch. Das ist gut. Desto weniger müssen wir wie an Menschen nuckeln. Geist? Noch ein Geist.
Aber jetzt kommen die aber echt hier. Ein Geist nach dem anderen. Und random Biene, okay. Random Biene? Die passt hier gar nicht hin, ja. Könnt ihr heute mal Bluten drauf, dann verliert euch mal ein bisschen was. Schade. Lass uns mal Bären abschlachten. Lass uns jagen gehen. Und ich sagt man, ihr habt nur Wildschweine. Nee, lass uns Scavenger jagen gehen, Steve. Oder Schattenläufer. Hier lass eine Höhle, das ist gut. Okay, die Bienen werden hier nochmal benutzt. Interessant. Das sind die Mama-Bienen, ja. Ach ja, er hat hier nur ein HP. Ja, jetzt habe ich Er hat echt lange mit seinem einen HP durchgehalten, ja. Das ist irgendwie voll gerade verdrängt, Ich dass habe voll ausgeblendet, dass er so wenig HP noch hat. Ja, schlägt euch die doch ein, die Bienen. Gib mir mehr, Schar, gib mir mehr, das sind bessere Bienen, ja? Das sind bessere Bienen, ja. Was sind dann die Recolor-Bienen mit extra Beinen dran? Keine Ahnung. Ich kann das nur mal wahrnehmen, wenn da mehr Flügel dran sind. Denn mehr Flügel, wir wissen ja alle, stehen für Macht. Richtig. Weil jetzt so gepasst, wenn das eine Biene ganze theoretisch auch mit mehr Ja, Flügel gehen. da kannst du ruhig noch mehr Flügel ranpacken, Das ja. ist nicht so das Problem. Gleich nur 9, ne? Kostet jetzt schon 214 Mana. Draußen haben wir alles, ne? Ja. Warte, gehen wir nach oben noch. Hier. Dauert die Höhle. Ja, ich meine, der Geist. Ne, guck, da ist noch einer. Ah. Celine hat auch gerade zweimal Schlaf, kann das sein? Was? Celine hat, glaube ich, zweimal Nein, die hat nochmal Schlaf. Schwäche. Ich habe auch schon ein Okay. paar Mal gedacht, dass sie zweimal Schlaf hat. Ja. Das andere ist aber schwächer. Das liest sich, wenn du so schnell guckst, liest sich das gleich. Ich glaube, der Werbe ist Also. jetzt nicht jetzt mal wieder Dritze. Ja, weil er so langsam ist, ne? Ja, Der ja, kriegt ja. erst, er braucht wieder seinen Buff. Weil nur einmal zuschicken, ist halt das Skelett irgendwie besser so. Ja, das ist halt krass. Denn er muss diesen Dreimal-Hit haben. Dann ist er besser als das Skelett, ja. Ja, Schwäche, ne? Und das ist auch noch dasselbe Symbol. Dadurch, ja. Könnte man das glauben, ne? Das ist identisch.
Mach du mal wieder. Schlaf drauf. Ja, dadurch muss man halt nicht immer zur Stadt zurückgehen, wenn ich nebenbei immer ein bisschen durch noch Blutnucke. Ja. Er macht ja alles richtig, Steve. Macht dir alles richtig. Und du musst keine Bluttränke nutzen. Auch wenn mir das nicht gefällt, Steve. Nutze dann die Ressourcen. Da dreht schon dich auch immer am Mann. Wozu hast du die ganzen Gegenstände? Damit sie am Ende des Spiels in meinem Inventar sind. Exakt. Wow. Na, wer bist du wieder? Das ist auf jeden Fall ein Vampir. Schade, ich habe eigentlich gehofft, dir einen Pentagramm zu finden. Ich auch. Oh. Das akzeptiere ich nicht. Es fängt das schon wieder an mit dem Kackschi. Oh. Nobler Platz. Den hatten wir auch noch nicht. Vor allem zwei Rüstungen, ja. Hä? Also, das ist auf jeden Fall keine Rüstung. Was ist das denn? Hä? Hä? Ah! Ach, der Nobler Plattenpanzer ist ein Helm? Immunität gegen Gift und Blutung. Das ist keine schlechte Kombi. Ja, aber... Nee. Ja, das ist schon in Ordnung, ne? Aber nein. Wir haben nicht mal viele Level Zeit, unser Assassinen-Set zusammenzubekommen. Okay, interessant. Jetzt auf einmal bekommen wir diesen komischen Plattenband, den haben wir vorher überhaupt nicht bekommen. Ja, richtig. Ja, den hatten wir schon ein paar Mal. Jetzt haben wir ja mit zugespammt. Aber wir hätten schon alle mit Blutringen ausstatten können. Ja, einer reicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch machen würdet? Nein. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen F5 drücken. Komm schon, Alter. Ist doch noch nicht so spät. Da sind wir. Perfekt. Ach. Leute, seht ihr? Profi-Looter hier, ne? Nummer 3. Eine Truhe braucht man noch, Leute. Besuch, wie habt ihr mich gefunden? Durch den Eingang. Ja. Also eigentlich sind wir nur eher zufällig hier vorbeigeflogen. Was machst du denn hier in aller Abgeschiedenheit? Moment, bist du nicht Elaine? Und wenn es so wäre, ich tick dich jetzt an aus Prinzip, weil ich zicke mit allen Frauen. Dann lass mir dir sagen, dass für mich, dass du für mich eine der größten Vampiren aller Zeiten bist. Oh, ich bin Fan. Können wir Meet and Greet haben? Ich wollte immer werden wie du, stark und selbstbewusst. Also Elaine ist nicht wirklich selbstbewusst. Nein. Sei froh, dass du nicht so bist wie sie. Sonst hättest du jetzt auch eine magische Leine. Was, wovon redest du? Schon gut, hör nicht auf diesen Kerl. Aber du hast meine Fragen noch nicht beantwortet. Was stimmt? Also genau genommen verstecke ich mich hier vor dem Heiligen Kreuzzug. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich keine Kriegerin. Eine begabte Magierin. Wenn mich die Soldaten erwischen, dann war es für mich. Diese Höhle scheint mir dazu zumindest gut geeignet zu sein. So schnell würde ich hier niemanden finden. Früher habe ich mit meinem Mann viel gehandelt. Aber seit man ihn getötet hat und mich in einen Vampir verwandelt hat, lebe ich nur noch in den Tag hinein und versuche, dem Ärger aus dem Weg zu gehen. Nun, in einer Höhle zu leben, wäre zwar nicht meine Vorstellung eines erfüllten Daseins, aber jedem das Seine. Das ist,
Unerwartend diplomatischer Asgard. Das ist wirklich diplomatisch, ja. Nee, das passt nicht zu Asgard. Ja, seid ja auch stark und mächtig. Ich muss ständig achtsam sein, darum lebe ich hier. Dann hoffe ich, dass der Heilige Kreuzzug dich nicht aus Zufall findet. Ich meine, wir könnten ja auch anbieten, in unserem Schloss zu leben. Nein, nein. Und da irgendwie Kram zu erledigen, ne? Ich meine, schau mal, wir haben da bestimmt auch so nervige Sachen zu erledigen, auf die wir keinen Bock haben. Und sei es putzen oder so ein Kram, ja? Exakt. Und unsere Skelettdiener gehen uns eh auf den Sack. Warum genau. Nicht einen Vampirdiener, der uns aus freien Stücken bei uns ist? Genau. Warum nicht? Mal genau. So, also hey, ich bin schwach, ich lebe hier in Gefahr, ja? Hier in unserem Schloss bist du sicher und als Lohn hast du die Sicherheit und du hast genug Blut, ne? Ja. Danke. Was? Ja. Was? Was? Ja. Was bietest du mir, Nandem oder? Nein, da war eine Textbox, aber die ging so schnell, wurde das gerade damit überblendet. Also sie hat auch einen Fehler gemacht. Jetzt kommt eine Abfrage. Ja, das ist auf jeden Fall ein Fehler. Also ich habe nichts gedrückt oder so. Natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was sie gefragt hat. Was bietest du mir? Menschlichkeit gesunken. Ach so, ob wir sie verraten. Oh. Aber wir wollten eh keine Menschlichkeit gewinnen, Steve. Stimmt. Ja, du hast recht. Dann musst du die böse Antwort nehmen, ja. Komm. Einmal durchändern. Nee, das will ich tatsächlich nicht, weil wenn, dann will ich schon Menschen dafür oder Vampire mitgenommen haben, weil sie für Menschlichkeit verlieren. Also, oder jemand umgewandelt haben, ne? Random hier zu verlieren hat nur Nachteile für uns. Dann nehme ich lieber sogar Menschlichkeit, Jan. Oder ich laber sie noch nicht an. Das ist auch eine Möglichkeit, ne? So, natürlich nicht. Okay. Menschlichkeit gestiegen. Das ist gut, dann viel Glück auf eurem weiteren Weg, dir auch. Was ist denn, wenn man sie gefangen nimmt? Ah. Okay, weißt du was? Ich lass die ja stehen. Ich laber sie nicht an. Ne? Wir haben alles. Und wir müssen hier eh nochmal rein für den Geist. Das ist richtig. Ja, dann lass ich sie lieber hier stehen. Und für den Geist gehen wir hier eh nochmal rein. Ja, ich habe jetzt, also Menschlichkeit verlieren tue ich noch genug, wenn ich Menschen mitnehme, weißt du? Na, sei es für zum Opfern. Aber viele müssen wir gar nicht mehr opfern, ja. Ja, aber dann können wir noch welche umwandeln zur Not für EP. Also, weißt du, Menschlichkeit verlieren ist super simpel, ne? Das müssen wir auch nicht mit Absicht hier machen. Na gut, Leute, aber dann würde ich mich wie immer. Ich war DSD Steve und. Glaubt mir den 4-8. Wenn es jemand in den Kommentaren Daumen nach oben freut. Tschüss. Tschüss.